Und zwar, wir werden nehmen Kampfstil mit zwei Waffen, und zwar auf dem Maximalwert auf von 3. Die Kampfstile kann man, meine ich, alle auf dem mit Einhänder nur bis auf 2 bringen. Den mit zwei Händen anscheinend auch, aber den mit zwei Waffen kann man bis auf 3 bringen, wahrscheinlich weil er besonders kompliziert ist. Der macht halt nur, dass man, man hat eine Haupthand und eine Zweithand, und wenn man zwei Waffen führt, muss man dabei mehr Konzentration aufbringen. Und umso höher die Fertigkeit ist, umso geringer ist der Abzug, den man aufs Treffen mit der Waffe hat. Und auf Stufe 3 hat man halt auf der Haupthand gar keinen Malus mehr und auf der Zweithand nur noch ein Malus von minus 2 auf Treffer mit der Waffe. Und den Waffenpunkt werden wir auf Katana anwenden. Ja, Katana. Das Katana ist das archetypische Beispiel für höchste Schwertschmiedekunst. Es bedarf außergewöhnlicher Fähigkeiten, es zu führen. Mit fortschreitender Fertigkeit verschmilzt der Träger mit Waffe und einer Fertigkeit verschmilzt der Träger und Waffe zu einer Einheit. Das ganze Einheit ganz den Kriegskünsten geweiht. Wenn man diese Fertigkeit wählt, sollte man jedoch bedenken, dass die Schwerter außerhalb Karaturs äußerst rar sind. Eine Fertigkeit im Umgang mit dem Katana bringt schließlich nur etwas, wenn man eins finden kann. Ja, im Baldur's Gate 1 gibt es leider so gut wie keine, aber im Baldur's Gate 2 wird sich das dann dafür relativieren, weil der Charakter dann mit einem Schlag sehr viel stärker wird. Hier hat man jetzt nochmal im Prinzip so eine Übersicht darüber, was man hier gemacht hat. Klasse, Rasse, Gesinnung. So, und an der Stelle können wir jetzt den vorbereiteten Charakter importieren, das werde ich auch eben machen. Hier sieht man jetzt nochmal Geschlecht Mensch, Klasse Kensei, Rasse Mensch, Gesinnung neutral gut, Stärke 18, Geschicklichkeit 18, Konstitution 11, Intelligenz 18, Weisheit 17 und Charisma 9. Waffenfertigkeiten Katana, 1 plus bedeutet 1 Punkt draufgesetzt, und Kampf mit 2 Waffen, 3 plus bedeutet 3 Punkte draufgesetzt, und jetzt können wir hier unser Aussehen bestimmen. Ich habe das Aussehen, ja, das ist so gut, das ist halt an dem Bild angelehnt. Können wir hier verändern, Haarfarbe können wir auch blau machen, aber das muss ja nicht. Hautfarbe habe ich halt auch etwas dunkler genommen. Die Grundfarbe ist rot und die Schmuckfarbe weiß. Können wir auch schwarz machen, ich guck mal. Ja, machen wir die schwarz, weil die Arme auch schwarz sind dann. Hier können wir uns jetzt noch eine Stimme auswählen. Wie gesagt, es ist Baldur's Gate Trilogy Modifikation, also BG sind immer die Baldur's Gate 1 Stimmen und die normalen sind die Baldur's Gate 2 Stimmen. Ich spiele die mal alle vor. Jetzt müssen alle dran glauben. Keiner außer mir hat hier etwas zu suchen. Euer Leben liegt in meiner Hand. Ich bin die geborene Führungspersönlichkeit. Ihr werdet nicht mehr lange leben. Es gibt niemanden mehr, der für diese Position geeignet ist. Ihr werdet alle sterben! So soll es sein. Es ist aus! Ihr werdet sterben! Hier regiere ich allein! So, jetzt kommt mein persönlicher Favorit, den ich in diesem Let's Play allerdings nicht nehmen werde. Optimal, um, wenn man das Spiel im Multiplayer spielt, seine Mitspieler in den Wahnsinn zu treiben. Und zwar die sächsisch angehauchte Stimme. Jetzt gibt's gleich Mächtsch eins auf der Rübe. Haha, ich zeig denen schon, wo es lang geht. Oder ist das sächsisch? Ich glaube schon, ich bin mir da gerade nicht ganz sicher. Ich brauch bald mal eine Pause. So, die Baldur's Gate 2 Stimme. Eine logische Wahl. Jeder hier wird von meinen Führungsqualitäten profitieren. Ihr seid gar nicht so stark. Hey, jetzt wo ich diesen Haufen anführe, haben wir sicher... Sterbt! Natürlich. Ich bin ja auch die beste Wahl. Niemand ist besser geeignet. Machen wir es kurz. Ich tue ohnehin was getan. Ohne Zaudern. Ich werde mir Mühe geben mit gutem... In den Kampf. Ich werde mich bemühen, verantwortungsvoll zu führen. Es ist aus. Ihr werdet sterben. Ihr werdet alle sterben. Die erste aus Baldur's Gate 1. So, Namen, wir werden mit dem Namen Schildkröte spielen. Mein YouTube-Name ist zwar Astralschildkröte, aber nur Schildkröte war schon belegt. Und dann habe ich gedacht, dann mache ich den mal so.
Ja, wir werden Schildkröte heißen. Und dann können wir auch schon anfangen. Und zwar, jetzt kommt erstmal das Intro und die Einführung in das erste Kapitel, die ausnahmsweise in diesem Spiel vertont ist, weil es sind Sachen vertont, aber nur sehr wenig. Und ja, ich wünsche euch viel Spaß damit. Also, bis gleich. Ich werde der Letzte sein. Und du wirst als Erster sterben. Da sind noch andere. Ich kann sie euch zeigen. Bitte. Bitte. Hoch auf den Klippen oberhalb der Schwertküste ragt die Zitadelle von Kerzenburg empor. In ihr befindet sich die beste und umfangreichste Sammlung an Schriftstücken auf ganz Ferun. Sie ist eine beeindruckende Festung, in der strengen Isolation der Intrigen verborgen, die gelegentlich die übrigen vergessenen Reiche quälen. Sie ist abgelegen, in hohem Maße reglementiert und sie ist Heimat. Innerhalb dieser geheiligten Hallen des Wissens beginnt Ihre Geschichte. Sie haben die meisten Ihrer 20 Lebensjahre innerhalb der schmucklosen Mauern und unter den Lehren des weisen Gorion verbracht. Stellvertretend für Ihren Vater hat er Sie aufgezogen. Mit 1000 Geschichten von Helden und Monstern, Liebenden und Ungläubigen, Schlachten und Tragödien. Jedoch eines blieb immer ungesagt, die Geschichte ihres wahren Erbes. Ihnen wurde erzählt, dass sie ein Orphan sind. Aber ihre Vergangenheit ist im Großen und Ganzen unbekannt. Kürzlich hat sich Gorion ihnen gegenüber so abweisend verhalten, als ob er irgendetwas Schweres auf dem Herzen hätte. Sie haben so vorsichtig wie möglich nach seinen Sorgen gefragt, aber leider vergeblich. Ihr einziger Trost ist die Gewissheit, dass er ein weiser Mann ist. Und sie wissen, dass er sich ihnen offenbaren wird, wenn die Zeit reif ist. Nichtsdestoweniger ist sein Schweigen beunruhigend und sie können nicht helfen. Aber sie fühlen, dass etwas Schreckliches vorgeht. Heute scheint Gorion besorgter denn je zu sein. Und nun hat er entgegen seiner Gepflogenheiten mitten am Tag eure Arbeit unterbrochen. Er hat euch rasch befohlen, euch reisefertig zu machen und euch alles Gold gegeben, das er entbehren kann. Doch ihr wisst immer noch nicht, warum. Und jetzt steht ihr vor dem Wirtshaus von Kerzenburg und seid bereit, Vorräte für diese ungeplante und unerwartete Reise zu kaufen. So, das war das Intro. Hier unten haben wir jetzt gleich auch einen Text. Willkommen in Kerzenburg. Euer Zuhause. Willkommen in Kerzenburg, eurem Zuhause. Um euren Charakter auszuwählen, müsst ihr mit der linken Maustaste auf den grünen Kreis klicken, der seine Füße umgibt.
oder auf die Abbildung des Charakters auf der rechten Seite. Ihr könnt euch jetzt fortbewegen, indem ihr mit der linken oder der rechten Maustaste auf den Boden klickt. Für nicht Aufstellungsbewegungen und alle anderen Handlungen müsst ihr mit der linken Maustaste klicken, um für Aufstellungsbewegungen und zum Abbrechen von Handlungen, wie zum Beispiel beim Zaubern, klickt ihr mit der rechten Maustaste. Ihr solltet euch nun im Uhrzeigersinn durch Kerzenburg bewegen. Während ihr durch die Kerzenburg spaziert, werdet ihr auf Mönche in grünen Kutten stoßen. Sprecht mit diesen Mönchen und sie werden euch Hinweise zum Spiel geben. Um mit den Mönchen zu sprechen,